So, da sind wir immer noch bei Umtiti. So, haben wir aufgehört und so fangen wir wieder an. Und zwar für den AS Monaco. Einer der absoluten Top-Talente, meiner Meinung nach, in Frankreich. Ja, hat man bei Pogba hat es ja nicht geklappt, weil es einfach die Finanzen sprengen würde. Obwohl, ich bin der Meinung, es wird sowieso alles die Finanzen sprengen. Wir haben jetzt noch 40 Millionen Gesamtvolumen des Vereins. Und wir haben ja die Gehälter sind noch nicht abgezogen. Die müssen noch bezahlt werden. Ich glaube, das geht jetzt so in die Hose. Aber wir probieren es. Ja, können wir ein paar Jungs mal behalten hier auch, ne? Alles klar. So. Heitinger ist verletzt. Wie lange ist denn Heitinger jetzt verletzt? 13 Tage. Mein Gott, Mensch. Gerade frisch geholt und schon. Heidewitzka hier. Wer ist denn Ingus? Erzgeilis. Also den haben wir frisch reingeholt, ne? Ab in die zweite mit dir. Tschüss. So, Brigerie haben wir ja noch. Und Kitschig ist aber, der ist leider verletzt. Dann bringen wir mal, nee, Blödsinn, wir stellen Baraz. Nee, Ocampos. Gott, der kommt ja gar nicht zum Zuge hier. Mit dem müssen wir mal sprechen, mit Ocampos. Gib im Training alles, mein Bester. Und mit Stekelenburg, habe ich ja gesagt, müssen wir auch noch ein kurzes Gespräch führen. Herzlich willkommen. Welcome in Monaco. So. Und weiter geht's. Stekelenburg. Sassari. In Sardinien. Jetzt muss ich mal langsam mal merken. Es war echt furchtbar letzte Folge. Ey, kam ja echt nicht drauf. So, Angebot für Samuel Umtiti. Abgelehnt. Immer noch, ja. 14,5. Na, dann gibt's eben 21 Millionen. Who cares? So. Dann haben wir nur noch 20 Millionen Restbudget. Ich weiß. Ihr würdet sagen, es ist doch totaler Schwachsinn, was da läuft. Aber so ist Monaco. Liebe Leute, sie scheißen auf alles, sie zeigen Financial Fairplay der UEFA und der FIFA einfach den Mittelfinger und kaufen einfach, was sie wollen. Ne? Du bist Stammspieler. Ne, du bist in der Regel spielen, sag ich mal zu ihm. 4 Jahre, 3,5 Millionen. Oh, ja, kriegen alle ein bisschen mehr. Ich finde, das ist der Vertrag Platz. Den brauchen wir nämlich jetzt, den Junge. 3 Jahre. Abstieg, kein internationaler Wettbewerb. Automatische Verlängerung nach 50 Spielen. Eine Option für den Spieler, wenn er bleiben möchte. Und 15.000 Meisterprämie. 130. So, Angebot unterbreiten. Lop. Umtiti. So, Frankreich kommt. Schiebt sich jetzt langsam vorbei an allen. Wart mal ab. Schade, dass wir international nicht spielen. Ich würde ganz gerne die Mannschaft jetzt hier mal im internationalen Vergleich sehen. So, da sind Verhandlungen sind da gescheitert, habe ich gerade gesehen. Mit Medjani. Guck hier. Gescheitert. Neues Sponsorenangebot. Yeah! Ariel! Die Meldung. Oh, guck mal, 200. Das reicht noch nicht mal fürs Trinkgeld für die Jungs. Ne, dass die morgens überhaupt aufstehen. Das ist der Stundenlohn der ersten Elf. Die stündlich, minütlich abgehen. Was ist hier los? Ach, kein Mentor. Das lässt sich ja schnell ändern. Das macht man nämlich so. Ich zeig euch das, wie das geht. So, der hat keinen. Okay. Hat der einen? Oh, der hat einen. Jetzt hat er einen. Der hat einen. Als Innenverteidiger Aubameyang. Ist auch Schwachsinn. Aber gut, wir verteilen jetzt erstmal. Die haben hier. Die haben sowieso mit Fußball nicht viel am Hut, die Jungs hier. Von Monaco. Die kaufen einfach bloß. So wie man das mit Chelsea und Co. macht. Oder Man City. Heitinger ist jetzt OM. Falcao, okay, das passt hier. Barazit, hängende Spitze passt auch. So, passt. Sehr schön. So, und jetzt geht's los. Kapitän in der Liga. Der Beste ist Wesley Sneijder. Vor Lisandro Lopez, vor Steve Mandanda, vor Jaroslav Plasil. Petretti, Ibrahimovic, François Koulibaly. Ach Gott, wenn wir die Mannschaft jetzt schon im europäischen Wettbewerb hätten, ne? Wäre das geil, oder? Das wäre so geil. So. Vorwärts. Um die T da? Okay, abgeschlossen. Wir haben 4000 Dauerkarten verkauft. Und dadurch 1,2 Millionen nochmal eingenommen. Schön. Okay. Ich glaube, das Geld wird jetzt so schnell runtergehen. Guck mal, wir haben jetzt sogar schon Börsen. Wir sind sogar schon die Börsen. Guck mal. Wie schnell.
Kursverlauf? Ja, der wird bald nach oben gehen, oder? Bereits verkaufte Aktien 20%. Naja. Kredite, können wir jetzt schon mehr Kredit aufnehmen? 20 Millionen war das Maximum zuletzt. Jetzt sind es 25. Ah ja, es läuft. Es läuft. Müssen wir ein bisschen, müssen wir reingucken bei Merchandising. Da könnten wir echt, richtig Geld machen. Durch die, bei den Trikotverkäufen. Da könnten wir eigentlich richtig Kohle machen mit den Megastars hier. Guck mal, die haben jetzt schon 5000. Das könnte echt klappen, mit den Megastars, die wir jetzt im Kader haben. Wie viele Lifestyle-Ikonen haben wir? Nicht viele. Ist der Kehlenburg noch kein Trikot verkauft? Tendenz. So, okay. Machen wir mal eine Marketing-Kampagne. Gut und schön. Die brauchen wir auch, ne, damit wir ein bisschen ins Gespräch kommen. So ein paar Skandale müssten wir jetzt regelmäßig raushauen. Was bei uns so abläuft. So ein absoluter Skandalverein. Wesley Snyder, John Heitinger und Steve Kehlenburg beleidigen Pjanic, Barasit und Ocampos. So, mal hurtig hier. Komm durch hier. Oh. Okay. Oh. Oh. Na. Yes. Okay. Alles klar. Bim, bim, bum. So. Das ist der Coupe de la Ligue. Zweite Runde, da sind ein Haufen. Oh, sind viele Vereine dabei. Mal gucken wir mal, gegen wen wir jetzt spielen. Gegen OGC Nice. Die spielen, glaube ich, in der zweiten, ne? Ne, die spielen sogar in der ersten mit uns. Okay. Interessant. Zweite Runde. Die erste Runde haben sie gar nicht simuliert. Weil ich habe aber. Ich habe bis zur letzten Liga runter habe ich simulieren lassen. Also. Das ist der. Ist der Coupe gar nicht so. Die haben, glaube ich, auch zwei Pokale, ne, eigentlich. So, okay. Kommt zu spät zum Training. Was ist mit dir denn los, Alter? Was ist denn los? Spinnst du ein bisschen? Gib im Training alles, Alter. Okay, Pokalprämie. 92.000. Jetzt haben wir nur noch 27... Um die T-Star, okay. Ist kein Wunder, dass wir so wenig Geld haben. Jetzt müssen wir mal mit dem Geld jetzt klarkommen. Mit 27 Millionen müssen wir jetzt klarkommen. Ändern irgendwas Defensives. Er kriegt von mir die 11, die 16. Die 16 ist immer schön. So, Pressekonferenz noch für Umtiti. Heitinger, so. Da sind wieder ein paar, die werden immer hin und her geschoben jetzt da in der zweiten, weil die zweite Mannschaft leer ist. Ich kann eigentlich den. Wir gucken mal in die zweite Mannschaft rein. Zweite Mannschaft. Können wir die nicht einfach hier mal verkaufen alle? Rufledge haben wir hier noch drin. Zweite Mannschaft, Verträge. Ich will die jetzt loswerden, das ist ja Blödsinn. Was sollen wir mit der? Minimale Ablöseforderung senken. So, Marktwert, senken. So, jetzt gucken wir mal. Können wir die nicht alle einfach mal auf den Transferliste setzen? So. Auf Transferliste setzen. Transferliste, Transferliste. Auf Transferliste zur Laie. Transferliste, Transferliste, Oh, oh, oh. Da passt es. Transferliste. Transferliste. Okay, passt. So, alle drauf. Man kann auch irgendwo eingeben hier, verkaufen. Assistentenbeauftragter, guck mal hier. Zweite Mannschaft mal rein. Ich will jetzt die erste Mannschaft raus. Wie geht das denn? So, nach Stärke sortieren von oben. Also Ezigalli hier. Verkaufen. Sursac. Super. An Raggi. Da ist schon verkaufen. Obadi verkaufen. Verkaufen. Malonga verkaufen. Bergdich. Barazit Paulsen. Ocampos. Okay. Vielleicht kriegt er das ja hin, der Assistent, ne? Vielleicht kriegt er das ja auf die Kette. So.
Und dann kommt der erste Spieltag, meine Lieben. Und bin ich mal gespannt. So, um die 21 Mille. Ich will mal diese gesamte Statistik sehen, wenn das Ding abgelaufen ist. Ich glaube aber erst Mitte September ist das, ne? Malonga, den haben wir gerade angegeben, ja. Verhandeln, sehr schön. Dann kriegen wir da schon mal einen los. Mitarbeiter, ich kann ja den Amateurtrainer, den kann ich ja feuern. Entlassen. Tschüss. So, den habe ich jetzt gefeuert. Dann wechselt der nicht immer aus der Jugend nach oben, wisst ihr? Dann bleiben die einfach so arm, wie sie sind und dann verwerte ich, dann war's das. Malonga, ja, unterzeichnen, der soll ja weg. So. Monaco, da sind wir. Hier, Gewinner der Vorbereitung, gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht, Herr Specht. Wie sieht's denn aus? Achso, nur Frankreich geht hier. Guck, ich habe bis runter simuliert. Aber in dem Pokal sind nur Erst- und Zweitligisten drin gewesen, glaube ich, ne? So, Liga-Fakten, da bin ich mal gespannt. Die Besten. Paris sind die Besten. Höchster Marktwert Monaco, 212 Mille. Niedrigster Marktwert 7,9 Le Havre. Guck mal, wow. Tatscha, tatüsch. Tatasch. Der Beste, der Jüngste ist Lionel Ney. Der Älteste, Pitau. Höchster Marktwert Falcao, 27 Millionen bloß. Meiste Spiele, meiste Tore. Transferbilanz. Liga A, minus 9,7, trotz unserer hier negativste Bilanz, 112 Millionen. Und da sind die Transfers von Falcao. Falcao ist da nicht drin. Rodriguez ist da nicht drin. Also, Transfers, guck mal. Da, Transferbilanz, minus 250, genau. Minus 250 Millionen, das müsste eigentlich Rekord sein. Hier sehen wir die Ablösesummen. Von oben nach unten. Pjanic war günstig, Sneijder war günstig, Umtiti war günstig, Aubameyang, die anderen waren auch alle günstig, hier noch der Rest. Heitinger. Ja, so viel waren es jetzt auch nicht. Abgänge ist auch eine ganze Menge. Naja, bisschen Geld auch eingenommen. So, wie sieht's denn bei Paris aus? Minus 5 Millionen bloß. Die haben Varane geholt? Ah ne, zu Madrid haben sie ihn für 53 Millionen verkauft. Alter Falter, leck mir am Arsch. Krass. Die ärgern sich auch so stark, wie der spielt. Die haben Plus gemacht. Minus. Plus 11 Millionen. Ja, da haben wir Umtiti hergeholt. Plus 53,5 Millionen. Lille. Ayo, ayo, Hazard. Eden Hazard. Ayo, Abgänge. Achso, das war schon vor längerer Zeit. Das war dann 2012, ja. 40 Millionen. Eden Hazard. Da haben wir gleich zwei Spieler rausgeholt. Digne und Kalou. 6 Millionen. Minus 6 Millionen. Und hier hinten? Minus 350. Doch Gott. Den haben wir geholt, ne? Teuerster Transfer. Ja, Digne. Ein Dinga. Aber letztes Jahr haben wir den geholt. Brestois. Hier sind echt welche dabei. Die haben richtig Geld gemacht. 10 Millionen. Die haben Villa geholt. Nee, verkauft. 2003, am 1.1. Genau. Star drin. Nee, oh, ist Saint-Étienne. Zuma. Zu Man City. Ah, der ist gerade schon gewechselt. Sieht auch traurig aus mit der. Ne, auch ein neues Spielerbild, ey, übel. Der wird sich auch nochmal günstig. Der lässt sich auch nochmal günstig holen. Im Auge behalten. Der spielt nämlich nicht mit einer 65 in der Premier League. So. 8 Millionen, Bamba. Und wir haben ausgegeben, wo sind wir denn? Da. Minus 250 Millionen. Ist das gestört? Wir gucken mal nach Ding, nach Deutschland. Liga-Fakten. Die Besten, 908, FC Bayern München. Spieler der Beste ist Götze. Höchster Marktwert Götze. Meiste Tore Gomez. Höchster Marktwert der Mannschaft sind 340 Millionen von Bayern. Nur zur Info, da haben wir im anderen Let's Play ja auch schon 400 erreicht jetzt. Sind wir auf einem guten Weg, die 500 zu erreichen, die sie normalerweise haben. Oder die sie realistisch gesehen haben. Interessant. England. Die Besten, Man City. Der Beste. Höchste Marktwert, Aguero. Krass. Wie gehen wir nach Italien? Wie sieht's denn da aus? Boah, meiste Spiele. 534, Totti. Buffon. Ich hätte ja ganz gerne nur Pirlo geholt, ne? Aber hat nicht geklappt. Eriksen ist hier der Beste. Krass. Wie sieht's denn aus in Spanien? Ha, klar. Klar, Barcelona.
teuerste Transfer. Anita haben sie sich geholt. Den haben wir auch geholt mit Hamburg. Und Barbeck geht zu Valencia. Ebenfalls interessant. Haben wir auch schon viel mit denen gehandelt. So, nach Stärken einsortieren, bitte. Wir werden Meister, sage ich mal. Oh, die sind sogar noch stärker wie wir. Die haben 10 Punkte mehr. Krass. Die Hunde. Ja, da kriegen wir unsere Mannschaft ja noch ein bisschen fit. Mit ein bisschen Training und so, dann läuft das schon. Bin ich von überzeugt. So, Nancy Lorraine. Ist das erste Spiel. Erster Spieltag in der Ligue 1. Jetzt geht los. Jetzt kommt los. Jetzt wird's amtlich, jetzt haben wir echt eingekauft bis zum Umfallen. Mehr geht schon gar nicht mehr. Also das war jetzt alles, da war alles drin, Leute, was wir machen wollten. Das war der Burner. Alles eingestellt, alles vorbereitet. Tippitoppi, wir gucken mal, Umtiti ist da, der kommt rein für Campos. Umtiti! Spielergespräche, herzlichen Glückwunsch, dass du hierher gewechselt bist und jetzt einen Haufen Kohle verdienst. Heitinger ist auch wieder fit, den könnte man bald aufstellen. Umtiti hat eine 76 mit 19. Ja, dann ist mal Kamara sowas von raus. Und dann bringen wir hier, ja. Schade, dass Barrasit, Ocampos zum Beispiel und Chicharres, dass die draußen sitzen. Aber Umtiti ist da mit Kalou zusammen. Ne, die können ja auch alle Französisch, das ist ja das Geile. Guck mal, die können alle Französisch. Französisch. Pjanic kann auch Französisch. Französisch. Der kann nur Spanisch und Portugiesisch. Er kann natürlich Französisch. Er kann nur Spanisch, aber dann können wir ja hier mal noch einen Dolmetscher anstellen, weil Französisch lernt man nicht so schnell. Für ihn auch. Wir gucken mal, da wo es geht. Setzen wir mal einen rein. Snyder natürlich als Kapitän. Der braucht Hilfe. So, dann werden jetzt Verträge. Alle Spiele automatisch versichern. 1 Million. Jupp. Gucken wir uns mal die Marktwerte an der Jungs. Wer ist der teuerste? Falcao, Rodriguez, Digne, Pjanic. Also Forderungen alle erhöhen. Minimale auch. Und jetzt sind wir richtig dick im Geschäft. Malonga angenommen, Chicharres ist angeschlagen, Scouting, keine Saisoneröffnung, habe ich wieder vergessen, aber wir scheißen drauf, wir sind Monaco, wie er eskaliert, der Bergi, naja, ist er wirklich so, oder? Wenn wir die was vergessen, dann wird irgendwas gekauft und dann wird es an die Leute verschenkt, hier, da, nimmt die Gutzel, steckt sie euch in den Hals und feiert euren Husten oder was ich was. Also es ist echt so. Jetzt guckt euch mal die Mannschaft jetzt an. Also ich bin zufrieden mit dem Geld, was da war, haben wir jetzt wirklich eingekauft. Wir haben eine wettbewerbsfähige Mannschaft auf die Beine gestellt mit einer Mannschaftsstärke von 848. Das ist schon gut. Noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, klar. Aber jetzt müssen erstmal Erfolge eingefahren werden und die Jungs werden ja alle nochmal ein bisschen stärker hier. Die sind ja vom Talent ja auch alle richtig stark. Guck mal, wie viele junge Akteure, die was drauf haben. Mendy wird durch die Decke gehen. Müssen wir gucken, dass die Liga auch dementsprechend was abwirft, ne? Also an Erfahrung etc. Wir spielen nämlich leider nicht international. Mannschaftsführung ist klasse, mein Bester. So. Ich würde ganz gerne nochmal hier in der Teamdynamik ein bisschen rumstochern. Ihr seht, die ist nämlich nicht so pralle. Teamhierarchie, wie sieht's denn da aus? Falcao, Snyders, De Killenburg. Mhm. Die Zusammensetzung sieht gut aus, ne, wenn du das sagst. Die Zusammensetzung ist einfach nur eingekauft, wie solche. Na gut, das sind alles Profis, ne? Das sind alles gestandene Profis, die wir da drin haben. Wir müssen auch mit den Jungs ein bisschen quatschen hier. Spielergespräche. So. Mit denen, wie wir es noch nicht gesprochen haben. Romar Brejeri. Alter, den haben wir geholt. Den haben wir geholt und reingestellt. So. Und Barrasit, der kann ja auch richtig was, ne? Der ist gar nicht schlecht, der kann auch richtig was. Ist ja total unterbewertet hier. Kommt auch nicht in der Mannschaft, kommt auch nicht hoch. Also, so wie die aufgestellt ist, die Mannschaft. Ist gut trainiert. Alles klar, 5 Moralpunkte zugelegt. Ihr seht, Vertrauensspieler ist auch mager wie Sau. Da müsste man ein bisschen noch dran arbeiten. Wir müssen mal hergehen und jetzt die Versprechen mal ein bisschen angleichen. Genau, also in erste Elf, Falcao, Stammplatzgarantie, im nächsten Spiel von Anfang an dabei.
Aubameyang, Stammplatzgarantie im nächsten Ligaspiel von Anfang an. Da kann man das auch ein bisschen noch ein bisschen nach oben trimmen. Pjanic, ihr seht, die sind echt, denen geht's nicht gut. Die sind ständig verstimmt, ist ja klar. Ich meine, was ist das für eine Mannschaft, ne? Die ist ja total fertig. Stammspieler. So, Kalou. Ne, ist er. Doch, ist sogar. Ah ja, er ist der Innenverteidiger. Stimmt. Das ist ja der Kulu, nicht der Kalou. So, und Stekelenburg. So, müssen wir mal irgendwie hinkriegen, dass wir das auf die Kette kriegen mit den ganzen Jungs hier. Ist ein großer Kader, ne? Klar. So, Teamanalyse, schwierige Kommunikation, nur bei Subasic, weil kroatisch. Das könnten wir dann Pjanic sagen, dass er sich um ihn kümmern soll. Andere Einstellungen. Ach Gott, guck mal, der Kalou, der hat mit allen andere Einstellungen. Ja, weil er total gelassen ist oder schnell zufrieden. Die anderen sind ehrgeizig. Ist ja herrlich, guck mal. Ist eigentlich, sage ich mal, der Unruhefaktor, ne, der die Teamdynamik hier tierisch nach unten zieht, müsste man eigentlich dann verkaufen. Ist ja nicht, kann man ja machen. Kann man ja noch machen, denn irgendwann nächstes Jahr. Unfaire Gehälter, ja. Die Jungs, die hier vorher da waren, die ihren Vertrag vorher gekriegt haben. Brigerie und Kalou, die sind die absoluten Kumpels. Naja, Vertrauensspieler, naja, das müssen wir mal gucken. Ziele, ja, da müssen wir mal schauen, dass wir mal ein bisschen gewinnen. Wenn du gewinnst, geht die Stimmung ganz schnell nach oben. So. Ich würde sagen, wir lassen es knacken. Ach, Umtiti, da freue ich mich ja drüber, dass der jetzt auch noch da ist. Ihr müsst das Geld irgendwie halten. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Dann gibt es das erste Pflichtspiel gegen AS. Wie spielen wir denn zu Hause oder spielen wir auswärts? Auswärts in Nancy. Ja, da spielen wir dann mal Textmodus. Wir werden da nicht so viel 3D-Modus haben wie bei dem anderen Let's Play. Das sage ich euch schon mal gleich im Vorfeld. Weil es die Liga nicht hergibt und weil die Bundesliga einfach geiler ist. Ist einfach so. Deswegen, wir werden viel Textmodus geben, weil wir wollen ja die Entwicklung beobachten, wie das läuft. Deswegen schauen wir mal. Also, ich denke mal, ich hoffe mal, ihr seid mit der Mannschaft zufrieden, wie wir sie zusammengekauft haben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Natürlich spielen wir auch ein bisschen, ist ja ganz klar, das war es ja noch lange nicht. Und ich bin gespannt, wie die sich schlagen wird hier, die Mannschaft. Bin da richtig heiß drauf jetzt. Also, Senkrechtstarter. Da haben wir noch keinen. Doch, Umtiti Senkrechtstarter, den wir da haben. Ist das herrlich, ist das herrlich. Stell dir mal vor, die könntest du sogar... Ich will mal gucken, da kommt doch irgendein... Ja, 250 Millionen haben wir ausgegeben. Ich würde die ganz gerne mal in Mannschaft... Oh, da sind sie, guck mal. 250 Millionen auf Platz 14 Europa. Das ist schon heftig, ne? Das ist schon heftig. Übel. Fairplay-Bewertungen sind wir doch ganz unten, oder? Wir müssten in der Hölle sein. So, Tabellenposition. Höchste Siege. Bordeaux 9:0. Alles klar, höchste Niederlagen. Sind wir auch gut dabei. Was gibt's denn noch zu sehen hier? Ausländische Spieler. 13 Ausländer. Genauso wie Paris. Wir sind auch irgendwie AS Internationale Monaco, ne? Finanzen, jetzt. Oh. Bankguthaben 26 Millionen. Gewinn minus 89. Finanzlage 26. Krass. Bankguthaben 352. Schweine. Sponsoren. Hier sind wir. Guck mal. Ah, ich hätte noch mehr ausgeben müssen. Ich habe 120 angegeben, glaube ich. Hätte ruhig 200 angeben können. Fahrstuhlmannschaften. Geil. Angst- und Lieblingsspieler, Geburtstage, Vereinsumsätze. Einnahmen 186, Ausgaben 276, Gewinn minus. Alles klar. Österreicher Topf. Naja. Weiß gar nicht, was das ist. Kann mir mal einer erklären. Haut's mal rein. Österreicher Topf. Gibt's den in Österreich nur, oder was? Ah ja. Minuten? Österreich, Spaß und Scheiß. Torschützen. Erfolgreichste Spieler. Naja, das sehen wir alles noch nicht. Das dauert alles noch. Bin gespannt, wie es wird.
Leute, ich bin echt gespannt, wie es wird. Ich freue mich auf die Saison jetzt hier mit Monaco und dann sehen wir uns. Wertvollste Kader, da hängen wir drin. 215 Mille. Aber noch keine Megastars entwickelt. Also das dauert noch ein bisschen. Ne? Die sind alle nur so um die 20 wert. Also das geht noch ein bisschen was. Lass die mal spielen jetzt zusammen in der Konstellation. Ich kann mir da gut vorstellen, dass da ordentlich was durch die Decke geht. Ordentlich. Kann ich mir gut vorstellen. Freue ich mich drauf. Also bis dann. Ciao, ciao.